Alle Kämpfer der Bruderschaft sind draußen. Ende. Trupp der Legion ebenfalls vollzählig. Admiral, alle vom Mahlstrom sind in Sicherheit. Wo bleibt sie denn? Sid? Noch immer nichts? Die Kontaktperle ist tot. Keine Chance. Das sieht nicht gut aus. Sie schafft es, ganz bestimmt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sid, kannst du nicht die Enterprise startklar machen? Dort drin ist eine von uns. Eine Kriegerin des Lichts unserer Zeit. Wir dürfen sie nicht verlieren, wie damals die Helden von Cartenau. Das weiß ich doch. Aber da fliegt gerade alles in die Luft. Was sollen wir nur tun? O Heidelin, Kristall des Lichts, bitte führe sie aus dem Dunkel. Betet mit ganzem Herzen. Denkt an diese tapfere Seele. Da! Dort ist sie! Die Kriegerin des Lichts. Was für ein Teufelsweib. Tancred! Tancred ist bei ihr. Wow! Nicht zu fassen! Heidelin, sei Dank. Willkommen zurück. Hättest uns beinahe auf dem Gewissen. Ha, das musst du gerade sagen. Den Göttern sei Dank. Na, lief doch alles glatt. Allerdings mit mehr Glück als Verstand. Tancreds dunkler Kristall wurde vernichtet. Aber ich glaube nicht, dass wir damit Lahabrea endgültig los sind. Und selbst wenn... Es gibt noch andere Ashians außer ihm. Was haben Sie nur vor? Wie wollen Sie diesen absoluten Gott erwecken? Sicher ist nur eins. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Wir müssen wachsam bleiben. Doch wir haben Zeit gewonnen und das ist ein Grund zur Freude. Beobachtest du uns, Großvater? Wir sind dem Ideal ein Stück näher gekommen, für das du dein Leben gegeben hast. Dem echten Frieden. Die Ultima-Waffe der Galea ist zerstört und die Ashians sind vertrieben.
Damit kann Eorzea erst einmal aufatmen. Das haben wir unserer tapferen Heldin und dem Bund der Morgenröte zu verdanken. Im Angesicht der Gefahr hat sie Eorzea gerettet und die Dunkelheit zurückgedrängt. Sie war unser untrügliches Auge und unser alles bezwingender Arm. Eorzea wird noch von vielen Gefahren überschattet. Die wilden Stämme und ihre Primae bedrohen uns und innere Streitigkeiten belasten die Stadtstaaten. Den galäischen Wolf haben wir vielleicht zur Strecke gebracht. Aber seine Meute ist blutdürstig wie zuvor. Aber wir zittern nicht im Angesicht der Gefahren, solange wir ihnen vereint die Stirn bieten. Und der Bund der Morgenröte uns hilft. Und die Abenteurer uns die Treue halten. So lange haben wir nichts zu befürchten. Vereint sind wir stark. Seit der Katastrophe waren wir alle viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir hatten vergessen, dass die Stadtstaaten Teil Eorzeas sind. Eorzea ist die Heimat von uns allen. Frieden kann es nur für alle oder keinen geben. Deswegen haben wir eine Übereinkunft getroffen. Die staatlichen Gesellschaften sollen mit neuer Stärke an einem Strang ziehen. Nicht zu ihrem eigenen Wohl, sondern für Eorzeas glorreiche Zukunft. Vertrauen wächst nicht über Nacht. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere kulturellen Unterschiede überwinden und vereint handeln werden. Eorzea wird eins werden. Die Schlacht von Cartenau und die siebte Katastrophe haben uns schwer gezeichnet. Viele Helden sind gefallen. Das dürfen wir niemals vergessen. Kein Sieg kann die Toten zurückbringen oder die Narben verschwinden lassen. Trotzdem leben wir im Hier und Jetzt und wir haben eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Wir müssen das verwirklichen, wofür unsere Freunde ihr Blut vergossen haben. Lasst uns dem leuchtenden Beispiel der Krieger des Lichts folgen. Brüder und Schwestern, vereint euch und nehmt Eorzeas Schicksal in eure Hände. Vor 5 Jahren erlebten wir das blutige Ende der 6. Ära des Lichts. Die 7. Katastrophe brachte Tod und Zerstörung, doch nun werden wir Zeugen eines Neubeginns. Der Beginn einer neuen Zeit im Licht des Kristalls. Die 7. Ära des Lichts ist gekommen und Eorzea neu geboren. Und das war's mit der Hauptstory von Final Fantasy XIV. Die Sequenzen werde ich auf jeden Fall nachliefern. Hoffentlich schaffe ich's, die rein zu schneiden. Ansonsten wäre schade, weil ja. Damit haben wir das ganze Galäische Reich zerstört. Naja, nicht das ganze. Soviel ich weiß, sind doch ein paar Galäer. Nur halt nicht die, die hier jetzt die Chefs waren, sondern es gibt bestimmt noch ein paar, die über Gaius waren.
Obwohl, eigentlich haben wir sie schon ausgelöscht, aber so viel ich weiß, soll im Sommer wirklich noch eine Erweiterung kommen, wo man halt ein Gebiet von denen befreit. Und zwar dieses Migo, glaube ich. Dieses, keine Ahnung, wie das jetzt nochmal komplett heißt. Aber ich muss sagen, die Synchro, naja, in manchen Fällen war die wirklich so sonderbar. Also nicht besonders gut, fand ich. Da fand ich die deutsche Synchro von 15 deutlich besser. Kann man das überspringen? Es tut mir leid, dass ich das jetzt überspringen werde. Obwohl, nee, komm. Lassen wir's. Die Credits sollte man in einem Let's Play mal laufen lassen. Das ist sowas zu überspringen zu wollen. Man könnte es, aber. Ja. Der Fehler, den ich in diesem letzten Dungeon gemacht habe, boah, das ist so peinlich. Rüstung einfach vergessen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe auch schon längere Zeit nicht gespielt, deswegen wusste ich jetzt nicht, dass meine Rüstung kaputt ist. Natürlich sieht man da unten rot, rot, rot. Das heißt, es ist kaputt. Aber wenn man wirklich fast nicht, also nicht am Stück spielt, hat man ein Problem. Es hat jetzt übrigens 2 Jahre gedauert, dass ich das endlich mal durchgespielt habe. Also, ja, der ganze Spaß kommt nämlich erst, wenn man im finalen Spiel angekommen ist. Nämlich dann fängt das Farmen an. Nämlich die Primae müssen nochmal geschlachtet werden. Ich denke mal, das habe ich jetzt auch alles freigeschaltet, dass ich die wirklich herausfordern kann. Auf einem höheren Level. Jetzt kommt, glaubt, auch ziemlich viel Endmaterial auf mich zu. Und es gibt noch eine Story, die 7. Ära des Lichts, die ja jetzt eingeleitet wurde. Das sind 100 Missionen, so viel ich weiß. So, ich kann ja auch mal gucken, was eben die Heavensward Missionen sind. Hier gibt es nämlich auch das Hauptszenario von Heavensward. 94 Missionen, also da haben wir noch. Also ich glaube, das Let's Play geht doppelt so lang noch. Dann gibt es noch den Drachenkrieg Epilog, der ja nur noch 25 Parts hat. Und nach dem Drachenkrieg, was nochmal 15 Parts hat. Und dann gibt es halt noch die Chroniken der neuen Ära mit den Primae. Bahamut, Alexander, dann gibt's noch Prima in Heavensward, der Kristallturm, Schatten von Miach und noch einiges an Nebenaufgaben, aber was machen wir nicht alles? Keine Ahnung. Wir machen nur noch die 7. Ära des Lichts. Hauptszenario Heavensward plus Drachenkrieg-Epilog und nach dem Drachenkrieg. Und dann wird es wahrscheinlich auch schon Sommer sein, wo schon die nächste Erweiterung auf uns wartet. Die werde ich mir wahrscheinlich sowieso nicht sofort holen. Ah, so viel noch, was ich machen will, wozu ich nicht kommen werde, weil ich habe nur 3 Plätze, die ich benutzen will. Ich könnte ja noch einen 4. Platz dazu tun, aber wer will denn das schauen? 4 Parts an einem Tag. Ich finde, ich tue schon zu viel mit 3 Parts an einem Tag. Es sei denn, ich werde mir gut die Uhrzeiten aussuchen, wann ich die Parts dann freischalten werde. Hier sieht man nochmal die Primae. Garuda. Aber ich fand, die Kämpfe am Anfang waren interessant gestaltet und dann irgendwie
haben sie das vernachlässigt? Da fiel ihnen wahrscheinlich nichts Genaues ein und haben einfach gedacht, ach komm. Und ich find's auch schade, dass Final Fantasy 15 jetzt zum Beispiel nicht dieses Open World hatte wie hier. Hier war die Open World perfekt. Und hier haben sie bestimmt nicht 10 Jahre dran rumgefallen, aber wir könnten was machen. Und die Story ist auch lang. Also hier steckt viel mehr Arbeit drin als in Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 war für mich ein Fail. Ein Fail in der Spielewelt und es gehört da nicht hin. Das, wenn dieses noch... Also es hat Potenzial zu mehr gehabt, das Final Fantasy 15, aber... ja. Ich denke aber auch, dass ich das hier bestimmt nach Final Fantasy 15 hochladen werde, weil zu viel zu viele Sachen nicht sonst. Ja. Zu viele Sachen nicht sonst hochladen muss. Ah, die Credits sind lang, aber okay, hier arbeitet es noch viel, viel mehr Leute. Und ich habe auch das Gefühl, dass man in Final Fantasy 14 wirklich mehr reinsteckt mittlerweile als jetzt in den Offline-Teilen. Man will das halt so lange aufleben lassen wie WoW. Aber ich bin froh, dass ich es endlich mal durchgespielt habe. Ich habe ja mit anderen Charakteren habe ich auch gespielt. Verteilt, deswegen hat es noch so lange gedauert, bis ich es durchgespielt habe, weil ich hätte es eigentlich schon längst durchhaben können. Ich habe mir auch ja nie die Story so durchgelesen, weil wer macht das schon in einem Online-Spiel? Ist klar. Boah, das sind aber wirklich lange Credits. Die sind so lang, dass sogar 3 Lieder benutzt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sonst war es immer so, dass ich nach den Credits noch am Reden war. Ich hoffe auf jeden Fall, die Prima eh. Natürlich schon die Tiere rausgekloppt. 3 Tiere, damit wir sie die vielleicht im Verhältniswort benutzen können. Aber vielleicht lege ich auch eine Pause ein. Obwohl, ich kann mir keine Pause leisten, wenn im Sommer schon das nächste Erweiterung kommt. Das Problem ist, meine Projekte sind mittlerweile 130 Parts, 140, 100, keine Ahnung, Parts, über 100 Parts und wenn man so denkt, 120 Parts wäre schon ein Drittel des Jahres. Und in diesem Drittel des Jahres, also in diesen 4 Monaten, kommen zig Spiele, die ich auch aufnehme, Let's Play Me oder so weiter. Deswegen sollte ich mal ein bisschen weniger diese großen Spiele spielen und Let's Play mehr die kleinen. Die Resident Evil 7, das ist ja nur 10 Stunden. Also zack, hier, Resident Evil 7. Resident Evil 7 ist bestimmt fertig, bevor das hier fertig ist. Bestimmt, wenn der Part hier runterläuft, ist Resident Evil 7 schon längst beendet. Deswegen werde ich auch nicht Digimon Story Dings da, also Digimon. Nee, Let's Play ich nicht. Auch wenn ich sie irgendwann kaufen werde, ich würde es nicht Let's Playen. Yu-Gi-Oh! Hatte ich mal vorgehabt, werde ich wahrscheinlich auch lassen. Resident Evil 6 habe ich sogar schon einen Teil aufgenommen. Weiß noch nicht mal, ob ich es noch. Vielleicht, wenn Resident Evil 7 fertig ist, lade ich das nochmal hoch. Obwohl, warum? Ich habe es ja schon mal in einem anderen Kanal, mit meiner Ex,
Aber Resident Evil 5 will ich auf jeden Fall noch machen. Ich denke mal Resident Evil 6. Genau, Resident Evil 6 werde ich nicht nochmal Let's Play. Ich werde es einfach mal so wieder spielen, weil ich habe es jetzt immer so übrig gelassen, so nach dem Motto, vielleicht Let's Plays, aber wenn ich kann es ja auch Let's Playen, wenn ich durch bin. Wenn ich wieder Platin geholt habe dafür. Ah, ich plane jetzt schon so langsam mal wieder, was ich machen könnte. Ich finde auf jeden Fall, das Spiel ist es wert, monatlich dafür zu zahlen. Genauso wie WoW. Bei anderen Spielen ist es natürlich so, monatlich zahlen. Sollte man es? Es gibt Spiele, wo man es wirklich nicht sollte. Aber die sind dann auch meistens free to play. Also kauft man einmal und zahlt man nur Erweiterung oder so. Mittlerweile ist sogar WoW von der Grafik her altbacken. Das ewig hier. Wie viele haben da mitgewirkt? 100, so viele wie ich Parts rausgebracht habe? Das ist ja jetzt, ich guck mal nach, wie viel der Part das eigentlich schon sein müsste, weil ich habe hier. Der 139. war ja der, wo wir angefangen haben, diesen Dungeon zu durchqueren. Ich habe wieder eine Aufnahmezeit von 53 Minuten. Wir sind im 141. Part, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ist ja gar nicht mehr so viel. Es sind trotzdem ein Drittel des Jahres. Deswegen werde ich auch nicht mehr so viel Nebensachen machen, die, ja, es ist so interessant, das mit den wilden Stämmen, aber das lassen wir lieber mit den wilden Stämmen. Auch wenn die Story um die wilden Stämme schon ein bisschen interessant ist. Aber ich will immer alles, was so ein bisschen Story hat, reinbringen in ein Let's Play, aber na, muss nicht sein. Muss nicht sein. Geht auch so. Deswegen, ich werde mein Format schon ein bisschen ändern. Ich werde die ganzen Nebengedöns, und zwar wirklich die ganzen Nebengedöns. Ich habe bei Final Fantasy 15 zu viel Nebengedöns gemacht und habe gemerkt, oh, eine Kollegin, die hat nur recht so viele Parts und ist weiter als ich. Die war zum Beispiel in Part 44 schon in Altissa, wo ich erst in Part 55 hinkam. Tja. Oder Dragon Ball Xenoverse. Das hat sich in die Länge gezogen, weil in den ganzen Stissel, den es da noch gibt. Und Parallelquests ist uninteressant, finde ich. Gut, es kann interessant werden für euch, ich weiß es nicht. Für manche vielleicht schon. Aber das ist etwas, was man in einem Stream machen kann, ohne dass es in einem Let's Play auftauchen muss. Ja. Ich hatte ja auch eigentlich vor, das Finale hier zu streamen, aber es ist, schaut auch kaum einer und was ich als nächstes streamen werde, ist auf jeden Fall, das habe ich ja schon gemacht. Ich brauche hier gar nicht über Streams zu reden, weil der Part sowieso spät hochgeladen wird. Deswegen mache ich auch teilweise Streams, um ein bisschen so die Bindung zu Zuschauern zu haben, damit die auch live dabei sein können. Und nicht, wenn schon das Spiel alt ist,
Weil manche Let's Player machen es ja auch so. Und das ist das Problem, zum Beispiel bei Destiny. Da gibt es einen Let's Player, der hat Destiny, Rise of Iron. Oh, ich glaube, wir sind am Ende der Credits. Auf jeden Fall, der hat bei Rise of Iron die Parts halt täglich hochgeladen. Also täglich aufgenommen, täglich hochgeladen. Das heißt, der hat einen Tag Pause. Der hat 20 Minuten gespielt am Tag und dann am nächsten Tag hat er erstmal wieder 20 Minuten gespielt. Und das ist für ein Spiel wie Destiny nicht ausgelegt. Destiny muss man, wenn man dranbleiben will, täglich mehrere Stunden spielen, um halt in den Endgame zu kommen. Und dann das Grinding anzufangen. Deswegen hoffe ich, dass auf Destiny 2 viel anders wird. Und dann werde ich... Ich wollte ja auch... In Destiny wollte ich ja noch die exotischen Waffen präsentieren und so. Aber ich denke mal, Destiny 2 bauen wir komplett neu auf zum Beispiel. Ich habe schon einen Plan, wie wir das machen. Wenn ich eine Exo-Waffe bekomme, werde ich sie hochleveln und werde ich sie sofort einem Test unterziehen. Was die überhaupt kann. Ich werde mir sogar meine Waffen dann noch ein bisschen anschauen. Mein Equip und es wird ein kompletter Neustart. Ich freue mich schon. Und ich freue mich auch schon auf Heaven's Sword Game endlich zu spielen. Eine Freundin von mir ist immer noch nicht in Heaven's Sword angekommen, glaube ich. Aber die schreibt mir auch leider im Moment nicht. Wie schade. Vielleicht sieht sie das. Und denkt sich, doch, ja, schreibe ich den mal wieder. Hat wahrscheinlich noch kaum Zeit oder so, keine Ahnung. Boah, hast du noch mal lange Credits? Ich dachte, wir wären am Ende. Die Credits, die sind genauso lang wie in Assassin's Creed. Assassin's Creed, erinnert ihr euch noch? Die ersten Credits aus Teil 2, da habe ich glaube zwei Parts mitfüllen können. So lang waren die Credits. Und hier ist es das gleiche irgendwie fast. Aber wir müssen die Namen natürlich auch alle ehren, die daran teilgenommen haben, wie zum Beispiel der Producer von Tsuruga, Taichi Sagara. Oder hier Testing Manager Tommy Bart, die K-Works International, Tester German Team Ira Wacker, Andreas Lüdicke, Tom Schwenkenberg und bla 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 bla. Die Namen stehen alle, die Sie könnt ihr lesen. Und hier Access von Yay, Canada Type, Havoc, Yay, Miles. Das sind die Ende der Credits. Yay! Ich hätte auch nie gedacht, dass ich die Credits jetzt sehen kann. Oh. Ein langes Spiel. Hier sind nochmal alle Namen aufgelistet. Was soll das? Komm hier, macht Schluss. Zack. Verpisst euch. Was war das denn jetzt? Special Thanks. Dam, dam, dam. Kann ich jetzt sogar skippen. Schneller. Hier. Zack. Schnellste, was wir machen können. Warum sind die Credits immer noch nicht... Was ist denn hier los? Nee, sorry. Jetzt hier kommt. Zack.